to him below. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Guten Morgen, Kinder. Wir begrüßen euch wieder bei Kids Life. Wir danken dem Herrn, dass er uns wieder bewahrt hat bis heute und uns ein weiteres Programm bei Kids Life gegeben hat. Vor dem wir weitermachen, kommt, wir beten zusammen. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du uns bis jetzt bewahrt hast. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du uns zu jeder Zeit liebst. Wir danken dir und bitten dich, dass du heute während diesem Kids Live bei uns sein würdest. Und wir bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Wir bitten das in deinem Namen. Kinder, ich weiß nicht, ob es mal euch passiert ist, dass ihr ein Wort gebraucht habt, aber eigentlich nicht genau wusstest, was es bedeutet. Die Bedeutung war dir vielleicht nicht klar. Und heute möchte ich, dass wir mal ein bisschen genauer ein Wort anschauen, das wir, denke ich, alle schon oft gebraucht haben. Und dieses Wort ist so, so sehr. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was dieses Wort gebraucht bedeutet. Aber heute möchte ich euch die Geschichte von Sambulo erzählen. Sambulo, der Name, bedeutet Offenbarung. In Zulu, es ist ein Zulu-Name. Sambulo lebte mit seiner Familie und seine Familie ging nie zur Kirche. Sie gingen nie in einen Gottesdienst. Und er hörte über Gott nur in der Andacht in der Schule. Aber Freunde, das heißt nicht, dass Gott nicht auch mit Sambulo gesprochen hat. Eines Tages geschah es, dass Sambulo, der in der dritten Klasse war, ein kleines Papier fand. Nun, Sambulo war in der dritten Klasse, aber er konnte schon lesen und schreiben. Und als er dieses kleine Papierchen auf dem Boden liegen sah, auf dem Weg zur Schule, hat er es aufgehoben. Und er merkte dann, dass er seine Brille vergessen hatte. Er konnte gar nicht richtig lesen ohne eine Brille. Aber er dachte, auch wenn ich meine Brille nicht dabei habe, ich werde mal versuchen, was hier steht. So kleine Buchstaben. Und er versuchte zu lesen. So sehr liebte Gott die Welt, so sehr, so. Was heißt so? Und dieses Wort hat Sambulo wirklich verwundert und er hat sich hingesetzt. Und er saß da und hat überlegt, was heißt dieses Wort?
So. Und als er darüber nachdachte, ganz fest darüber nachdachte, hat er eine kleine Ameise auf dem Boden gesehen. Und diese kleine Ameise hat etwas getragen, das viel schwerer war. Es war so schwer. Und diese Ameise tat ihm leid. Und er hat gesagt, diese Ameise trägt etwas so Schweres. Und wisst ihr, da hat der Sambulo dieses Wort so gebraucht, ohne irgendwie zu wissen, was es heißt. Aber Sambulo hörte seine Freunde auf der anderen Seite spielen und ist schnell aufgestanden. Aber als er zu seinen Freunden kam, war einer seiner Freunde am Weinen und hat auf dem Boden gesessen. Er hat gefragt, was ist geschehen? Er hat seine Freunde gefragt, was ist passiert, warum weint er? Und dann erzählten sie ihm, dass dieser Freund seinen großen Zeh angestoßen hatte. Und dieser Freund weinte und hat gesagt, es tut weh, und er hat seinen Zeh gehalten, und Sambulo kam. Und der Freund öffnete seine Hand und zeigte das Blut. Und Sambulo rief, bist du so sehr verletzt? Und schnell haben sie versucht, Hilfe zu bekommen für ihren Freund. Und wieder hat er dieses Wort so sehr gebraucht, aber er wusste eigentlich nicht, was es heißt. Und als Sambulo nach Hause kam, fragte Sambulo seine Mutter, Mama, wie sehr liebst du mich? Und seine Mutter sagte ihm, ich liebe dich sehr. Und er fragte seinen Vater, und der Vater gab ihm die gleiche Antwort. Und alle seine Brüder und Schwestern und der Rest der Familie sagte, sie sagten alle, wir lieben dich so sehr. Und Sambulo merkte, da ist wieder dieses Wort, und er hat sich hingesetzt und hat darüber nachgedacht. Und so dachte er wieder darüber nach. Komm, ich lese dieses Wort nochmal, was auf diesem Zettel stand. Jetzt habe ich ja meine Brille dabei. Und er hat seine Brille genommen und gelesen, so sehr liebte Gott die Welt. Und Sambulo merkte, oh ja, jetzt verstehe ich. Gott liebte die Welt so sehr. Das heißt, dass Gott die Welt wirklich sehr, sehr lieb hatte. Und wisst ihr, Freunde, Sambulo hatte recht. Gott hat die Welt so sehr geliebt.
Das kleine Wort so heißt, es bedeutet, dass etwas ganz groß, unbeschreibbar ist. Etwas, was du nicht wirklich erklären kannst. Etwas Erstaunliches und Unvergleichbares. Etwas, was du wirklich mit nichts anderem vergleichen kannst. Freunde, ich möchte, dass wir mal diesen ganzen Vers lesen, den Sambulo gefunden hat. Und der steht in Johannes 3, Vers 16. Manche von euch wussten das sicher schon. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass wer an ihn glauben wird, soll ewiges Leben haben und nicht vergehen. But will have eternal life. Seht ihr, Freunde, wie sehr der Herr uns liebt? Gott hatte nur einen einzigen Sohn. Aber Gott schaute uns alle auf der Erde an und sagte, ich liebe meine Freunde, die Großen und die Kleinen, so sehr, dass ich meinen Sohn für sie gebe. Dass wenn sie etwas Schlechtes tun, dass mein Sohn sein Blut nehmen kann und diese Herzen waschen kann. Erzählt mir, Freunde, wie sehr liebst du den Herrn Jesus? Ist da etwas, was du mehr liebst als Gott? Ich vertraue und hoffe, dass ihr von solchen seid und zu denen gehört, die Gott so sehr lieben. Weil, Freunde, wenn wir Gott lieben, dann bleibt er in unserem Herzen. Wir werden nicht kämpfen mit anderen Freunden. Wir werden nicht eifersüchtig sein auf Dinge, die andere haben, die wir nicht haben. Und Freunde, wir werden nicht dickköpfig sein, wenn andere uns helfen und zurechtweisen. Aber wenn wir Gott lieben, dann wird er in unserem Herzen bleiben und uns lehren, wie wir leben müssen. Und wenn wir etwas Falsches getan haben, dann können wir zu dem Sohn Gottes gehen, Gott, der uns so sehr geliebt hat. Und er wird uns waschen mit seinem Blut, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und Freunde, das bringt, dass wir eines Tages mit ihm im Himmel sitzen können. Lupageme, au guazu kufika phezulu, luphansi kakhulu,
awukwazi ukufika ngaphansi kwalo lubanzi kakhulu awukwazi ukungena ngale kwalo. Vielleicht, Freunde, kennt ihr das Lied? Die Liebe des Herrn ist so wunderbar, es ist so hoch. Man kann nicht über es gehen, es ist so tief, man kann nicht darunter kommen. Es ist so weit, dass man nicht drumherum kommt. Und wisst ihr, eines Tages im Himmel wird uns der Herr vielleicht zeigen: Hier, mein Kind, da habe ich dich bewahrt. Guck mal da, da, wo du auf deine Eltern gehört hast. Wenn du nicht gehört hättest, hättest du dich verletzt, aber meine Liebe hat dich bewahrt. Und vielleicht ist da ein Spielzeug, das du wirklich, wirklich haben möchtest und du kannst es nicht bekommen. Und vielleicht wirst du einmal im Himmel sehen und der Herr wird dir zeigen, wenn ich dir dieses Spielzeug gegeben hätte, dann wärst du stolz geworden und deine Freunde hätten es haben wollen. Und es wäre nicht gut gegangen. Und deswegen, Kinder, lasst uns daran denken und dieses Wort nicht vergessen. Der Herr liebte die Welt so sehr, er liebt uns so sehr. Kommt, wir enden unser Programm hier und beten zusammen. Unser lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, den einzigen Sohn, den du hattest, dass du, Herr Jesus Christus, uns ewiges Leben gibst, uns errettest, dass wir einmal mit dir im Himmel leben können. Und danke, Herr Jesus, dass wir unsere Sünden bekennen können, dass sie reingewaschen werden durch dein Blut. Und bitte, Herr Jesus, hilf uns, dich zu lieben und Gott auch so sehr zu lieben, wie du uns geliebt hast. Und wir beten, geh du weiter mit uns in diesen Tag, bewahre uns. Wir bitten das in dem Namen Jesu Christus. Amen. Amen. Thank you.